Hallig ist ungefähr 10 Quadratkilometer groß und liegt mitten in der Nordsee. Und eine Hallig unterscheidet sich von einer Insel, dass eine Hallig keinen Deich hat, die sie dann schützt vor Sturm, Wasser, Landunter. Ich sage immer so, wie in den Bergen der Schnee dazu gehört, so gehört bei uns im Winter eben halt das Landunter dazu. Nach einem Landunter ist meistens erstmal Aufräumen angesagt. Da, wo der Höchststand des Wasserstandes war, da bleibt ein Spülsaum dann liegen und das räumen wir dann wieder weg. Diese LAR-Leuchten sind für uns natürlich interessant, einmal weil sie sich eben halt, ich sag mal, selber mit Energie versorgen und weil man eben halt die WARF nicht aufbuddeln muss. Wir Halligbewohner achten darauf, dass wir die Natur so unberührt wie möglich lassen.